7. Internationale Ostdeutsche Meisterschaft im Bodybuilding, Fitness und der Bikini-Klasse. Am Tag vor der Meisterschaft fanden hier im Mercedes-Autohaus Sänger Kraft die Vorbereitungen zur Meisterschaft statt. Erleben Sie in diesem Video ein Interview mit Katja Friedrich, der Organisatorin dieses Events, dem IFBB Professional Bodybuilder Matthias Botthof und einer der Teilnehmerinnen, Sonja Schaar. Hören Sie nun Katja Friedrich. Hallo Katja, was erwartet uns hier heute Schönes? Uns erwartet hier die 7. Internationale Ostdeutsche Meisterschaft im Bodybuilding und Fitness, die als Qualifikation dient für die eine Woche später stattfindende Internationale Deutsche Meisterschaft in Bochum. Wie viele Athleten haben sich heute angemeldet? Wir rechnen mit 70 Athleten ungefähr, hoffen, dass die alle kommen. Im Augenblick fehlen noch einige, jetzt sind es zwischen 50 und 60. Werfen Sie zusammen mit uns einen Blick hinter die Kulissen. Aus ganz Deutschland reisten die Teilnehmer an. Terminated. Über den gesamten Tag präsentierten sich die Athleten hier in insgesamt 15 verschiedenen Klassen. Zurück zum Interview. Welche Gaststars erwarten uns heute hier in Weimar? Wir haben hier im Haus, die sind auch alle schon da, IFBB-Profis, also Profi-Bodybuilder. Das ist der Markus Rühl, der Matthias Botthof mit seiner Frau Regiane da Silva, Weltmeisterin im Aerobic und Fitness. Den Roland Schierlock, so ein altgedienter Oldschool-Bodybuilder. Die Nathalie Falk, Nathalie Schmidt heißt sie jetzt, sie hat geheiratet. Den Markus Schmidt, auch ein Profi-Bodybuilder. Die ist Hauptkampfrichterin. Dann haben wir den Daniel Wunderlich mit Annika Herz, Christine Rolea, Bikini-Gesamtsiegerin mit Detlef Herget. Das ist der Athletenvorbereiter schlechthin in Deutschland. Ja. Dankeschön. Kommen wir nun zum Interview mit Matthias Botthof. Hallo Matthias, erfüllen sich diese großen Erwartungen an den Tag heute? Was ist dein Eindruck? Man fängt im Kleinen an, man arbeitet dran, man versucht eine schöne Meisterschaft zu machen. Und dann kann auch so eine kleine Meisterschaft mit einem schönen Rahmen und gutem Publikum auch eine tolle Sache werden. Sowohl für die Athleten als auch für das Publikum. Man braucht nicht immer irgendwelche Riesenhallen. So am Ende des Tages macht es halt die Stimmung aus. Vor allem dann, wenn Eltern, Freunde, Bekannte, Verwandte dabei sind, dann macht es schon Spaß. Man hat das breit gefächerte Athletenrepertoire. Man hat ein paar Athleten, die besonders hervorstechen durch ganz tolle Leistungen. Aber man hat auch junge Nachwuchsathleten, Frauen, Mädels, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Und das muss man halt auch einfach ein bisschen bewerten können. Wir wollen ja nicht nur die perfekten Athleten, sondern wir wollen auch Nachwuchsförderung haben. Wir wollen auch die, die ja mal richtig toll werden wollen. Erleben Sie nun ein Interview mit einer Teilnehmerin der Bikini-Klasse 1. Hallo Sonja, beschreib uns doch so die letzten Tage vor dem Wettkampf. Wie bereitest du dich darauf vor? Also ich gehe ganz normal zur Arbeit und dann komme ich nach der Arbeit dann direkt ins Fitnessstudio und abends überlege ich mir, okay, jetzt nur noch ein paar Tage, was isst du, wie bereitest du dich schon, wie machst du deine Haare, wie machst du deine Nägel, einfach muss alles perfekt sitzen und die sind wirklich nicht ohne die letzten Tage. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man auf der Bühne ist, einfach nur, wenn es für eine Sekunde ist, ist die ganze Stress vergessen. Für den Moment wirklich, wenn man dann von der Bühne runter ist oder auf der Bühne ist, dann denkt man, es hat sich gelohnt. Apropos Essen, gib uns doch ein paar Ernährungstipps. Also ich habe für mich entdeckt, meine Eiweißgehalt immer am Tag sehr hoch zu halten, meine Kohlenhydrate so am Morgen zu essen oder halt nach dem Sport direkt, weil da speichert man sehr schnell die Kohlenhydrate und dann geht das sehr schnell in Muskulatur rein oder halt Fett halt so gering wie möglich. Also man hat ja je nach Körpergewicht, Körpergröße, hat man bestimmte Anteile an Fett, die man zu Tag zu sich nehmen soll und die würde ich immer so halt zu mir nehmen, aber Eiweiß immer hoch. Und nach jedem Training ein Proteinshake. Viele Mädels machen das nicht, weil die denken so, irgendwann sehen die so breit aus wie, sag ich mal, wie manche Typen, aber das ist, bis wir so weit schaffen, oh nee, geht gar nicht, ist unmöglich.
Teilen, liken, kommentieren Sie diesen Film gern. Mehr Informationen finden Sie hier. Caridio Image und Eventfilmproduktion.